Was wünsche ich mir von der sogenannten digitalen Zukunft? Nun ein paar spontane Gedanken. Gerade in diesem schwierigen Jahr, geprägt von der Pandemie Corona, haben wir gesehen, wie wichtig Digitalisierung sein kann, nämlich Dinge zu erledigen, die man heute schnell am iPhone, am Laptop machen konnte. Sei es Informationen beziehen, sei es mit anderen zu kommunizieren, sei es ganze Geschäftsabläufe digital aufrechtzuerhalten, weil man sie zum Beispiel von zu Hause aus macht. Viel ist also effizienter geworden durch die Digitalisierung. Viel ist schneller geworden. Viel ist auch angenehmer geworden. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich habe in den letzten Monaten kein einziges Mal mehr Cash bezahlt oder mit der Kreditkarte bezahlt, sondern eigentlich alles nur noch mit dem iPhone gemacht. Das heißt, zuletzt wirklich bezahlt im Sinne von Geld aus dem Portemonnaie geklaubt, habe ich, glaube ich, im Februar gemacht. Das ist sehr angenehm. Oder wenn ich in der Stadt parkiere, dann mache ich das über eine App und das geht alles wunderbar und einfach. Das sind nur zwei ganz kleine Beispiele, die Digitalisierung mit sich bringt. Was ich mir aber auch wünsche, ist, dass, und das mag jetzt ein bisschen komisch tönen, dass die physischen Teile unseres Lebens auch bleiben oder vielleicht sogar wieder einen noch wichtigeren Stellenwert bekommen. Physisch miteinander zu sein, physisch etwas zu erleben, draußen in der Natur zu sein, zusammen mit Menschen, auch wenn das während Corona schwieriger ist, zusammen zu sein, das gehört auch zur digitalen Zukunft. Nur eine Zukunft hinter dem Bildschirm, hinter dem Smartphone, hinter dem Laptop, kann ich mir nicht vorstellen.